In Brasilien wirft ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss Präsident Jair Bolsonaro schwere Verbrechen und Versäumnisse in der Corona-Politik vor. Der Abschlussbericht einer sechsmonatigen Untersuchung des Senats empfiehlt eine Anklage gegen Bolsonaro. Dem Präsidenten werden unter anderem Scharlatanerie, Anstiftung zu Verbrechen, Missbrauch öffentlicher Gelder und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Dem Bericht zufolge hat die Regierung die brasilianische Bevölkerung bewusst dem Risiko einer Masseninfektion ausgesetzt. Der Rechtspopulist Bolsonaro lehnt Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ab und zieht den Sinn von Impfungen in Zweifel. Nach den USA und Indien verzeichnet Brasilien mit fast 22 Millionen Fällen die meisten Corona-Infektionen. Zuletzt überschritt das größte Land in Lateinamerika die Marke von 600.000 Covid-19-Toten. Ob es durch den Bericht zu einer Anklage gegen Bolsonaro kommt, ist nicht klar. Die Entscheidung liegt beim Generalstaatsanwalt des Landes, der als Verbündeter des Präsidenten gilt.